Die Wissenschaftler haben den Astralkörper als den Leptonkörper bezeichnet. Sie haben ihn gewogen und gemessen und haben festgestellt, dass das Leben nach dem Tod in diesem Körper weitergeht. Diese Hülle ist sozusagen die Matrix für den physischen Körper. Wir nennen diesen Körper Astralkörper, den feinstofflichen Körper. Es gibt den physischen, sichtbaren Körper und den unsichtbaren, den feinstofflichen Körper. Es gibt sowohl helle als auch dunkle, feine Materie. In der dunklen Materie wohnen dämonische Wesen. Man nennt diese Welten auch Unterwelten. Diese Wesen sind dazu erschaffen, damit sie unsere geistige Evolution fördern. Wenn der Mensch während seines Lebens schlechte Taten vollführt hat, wird sein Astralkörper schwer, der Körper wird krank und kann sich nicht weiter in dieser Welt halten, dann stirbt er. Und dann treten physikalische Regeln ein. Vielleicht kennt ihr dieses Experiment noch aus der Schule. Man nimmt einen Lagenkolben, man hat diesen Kolben mit Wasser gefüllt und da rein verschiedene Gegenstände mit verschiedener Dichte reingeworfen. Und diese Gegenstände sanken so tief in das Wasser ein, entsprechend ihrer Dichte. Genau so ein physikalischer Prozess läuft auch nach dem Tod ab. Wenn der Astralkörper schwer war, dann reißt die Silberschnur und der Körper fällt direkt in die Unterwelten. Der Astralkörper fällt in so eine tiefe Welt, die seiner Dichte entspricht. Und in den Unterwelten leben genau solche Dämonen, die sich genau von dieser Energie ernähren, die uns an der weiteren Evolution behindert. Also von der Sündenenergie. Und dieser Prozess wird als Leid bezeichnet. Unser Körper wird dort von uns selbst als relativ und materiell angesehen und deshalb leiden wir. Aber als Ergebnis von diesem Leid entsteht Erleuchtung. Kennt ihr den Wortursprung von dem Wort Leid? Es ist die Erleuchtung. Nur durch Leid kommt man zur Erleuchtung. Sogar die Christen sagen das. Man erlangt die Vollkommenheit nur durch das Leiden. So ist diese Welt aufgebaut. Alexei Wassiljewitsch heißt es also, dass Leid Licht bringt. Sollen wir jetzt allen Leid zufügen, damit sie erleuchtet werden? Nein, nein, wir sollten keine Masochisten sein. In den Veden heißt es so, wir stoßen uns weg vom Leid und bewegen uns hin zum Glück. Wir stoßen uns ab vom Leid. Aber in dieser Welt leiden alle. Man leidet wegen Geburt, wegen Alter, wegen Krankheit, wegen dem eigenen Körper, wenn man zu lange gesessen oder sich gestoßen hat. Man leidet wegen Klimabedingungen, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Man leidet wegen Blutsaugern oder wegen aggressiven Tieren. In dieser Welt kann niemand dem Leid entkommen. Zusammenfassend gesagt, alle leiden. Folglich muss man sich von dem Leid entfernen und das Glück anstreben. Also, wir haben den Astralkörper noch nicht zu Ende besprochen. Wenn der Astralkörper gereinigt wurde und die Dichte sich verändert hat, wird er wie ein Propfen in die helle feinstoffliche Materie geschleudert. Dieser Körper heißt Lepton oder Astralkörper. Dieser Körper ist die Matrix von unserem physischen Körper. Und was ist dann der Kausalkörper? Das weiß ich nicht. Im Buddhismus wird oft dieser Begriff genannt. Ich habe schon mal darüber gehört, aber ich weiß nicht, was sie meinen. Also haben wir geklärt, was mit dem Menschen passiert, wenn er die falsche Lebensweise führt. Wenn er aber gerecht und nach dem Gewissen gelebt hat und dennoch nicht Vollkommenheit erreicht hat und ist dennoch gestorben. Also hat er wohl gewisse Fehler gehabt, sein Körper wurde schwach und er starb. Was passiert dabei? Die Silberschnur wird ebenso getrennt und sein Astralkörper ist leicht. Solche Menschen haben bis zu ihrem Lebensende Träume, in denen sie fliegen. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der sündigt, Träume hat, in denen er immer wieder runterfällt, so haben die anderen regelmäßig Träume, in denen sie fliegen, bis zu ihrem Lebensende. Sie haben einen leichten Astralkörper und im Traum fliegen sie. Der Astralkörper ist folglich leichter als die Dichte von dieser materiellen Welt und er wird wie ein Luftballon nach oben steigen. Dort in den höheren Welten ruht er aus, wie in einem Kurort, und wartet auf die nächste Reinkarnation. Dann wird sein nächstes Lernprogramm gestrickt und es wird geguckt, was er noch nicht gemeistert hat und das wird mit ins Lernprogramm aufgenommen. Die Gottheiten stricken sein Schicksal zu seinem Vorteil. Die Seele unterschreibt dann diesen Vertrag, dass es für ihn das beste Lernprogramm ist und tritt an die nächste Reinkarnation, wenn es soweit ist. Und was ist, wenn ein Neugeborener stirbt, hat er bereits gesündigt? Natürlich, in einem vorigen Leben hat er etwas falsch gemacht und seinem Karma nach musste er bereits in einem frühen Alter sterben, um zu verstehen, welche Fehler er im vorigen Leben gemacht hat.